Ja, vielen Dank, Martin. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt Fragen gibt. Erstmal, was ist credere? Ist das Latein oder so? Von credit oder was ist das? Nee, von Glauben. Glauben. Von Glauben kann sein. Genau. Okay. Genau, also der Ursprung, weil Geld letztlich auf Vertrauen basiert, als mir dieses Wort Credere irgendwann begegnet ist, dachte ich mir, das ist der perfekte Name. Weil das ist das, worauf unser Geld fußt, auf unser Vertrauen. Also das ist so der Ursprung, Kredit, Vertrauen, Glaube, genau der Ursprung. Also es war jetzt ein sehr revolutionärer Vorschlag. Kannst für 15 Minuten bestimmt, also die Zeit war viel zu kurz, mehr ist dafür. Und da steckt bestimmt auch ganz, ganz viel dahinter. Kannst du aber, weil das jetzt, also zumindest für mich, weiß ich, wie es den anderen geht, sehr, sehr, sehr schwer nur vorstellbar ist, mal von der Geburt an sagen, wie das funktioniert. Okay, Kind wird geboren, Kind bekommt Geld und dann, wie läuft das mit der Schule, wie läuft das mit dem Studieren? Darf man sich denn, man sucht sich ja jetzt schon aus, was man studiert, wie funktioniert das mit dem Einkauf? Das war jetzt für mich noch nicht ganz vorstellbar. Also nimm einfach erstmal den Gedanken weg, dass es was anderes ist und denk dir einfach, du kriegst jede Woche, also jeden Monat erstmal 100 Euro aufs Konto. Mhm. Dann weißt du ja, was du mit den Euros anstellen kannst, oder? Ja, der Anreiz muss doch da sein, dass ich dann, also Geld, wenn ich Geld bekomme, ja. Dann tue ich was dafür. Und wenn ich aber weiß, ich bekomme so oder so Geld, dann kann ich mir vorstellen, dass du weniger machst. Genau. Also jetzt nicht, ich rede jetzt für viele Leute. Nein, bleib am besten bei dir. Das ist erstmal das Wichtigste, weil das Einzige, was mich interessiert, ist, was würdest du machen, wenn du, sagen wir mal, wir sind beim Maximum, du kostest 1000 Euro im Monat mehr, die du jetzt halt nicht hast. Die Frage ist, erstmal reichen dir die 1000 Euro, um nichts mehr zu tun? Das heißt, du hast keine Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein Urlaub, der vielleicht teurer ist als 1000 Euro im Monat. Du hast eine Wohnung, die du ja auch bezahlen musst, Lebensmittel und so weiter. Also deswegen ist die Frage, ob das wirklich schon so komplett alle Bedürfnisse abdeckt, die du hast. Und wenn du tatsächlich sagst, ich arbeite nicht mehr, dann sage ich danke. Warum? Wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute bei VW kündigen und weniger Autos produzieren, ich glaube, da haben wir schon viel vom Klimawandel geschafft, was da nicht schaffen. Also mein größtes Problem im Moment ist nicht, dass die Leute zu wenig arbeiten, sondern viel zu viel arbeiten und unglaubliche Ressourcen verschwenden für Dinge, die wir nicht brauchen. Das heißt, der erste Schritt für mich ist, wenn wir sozusagen in eine nachhaltigere Wirtschaft, in eine umweltschonende Wirtschaft gehen wollen, hört auf zu arbeiten. Dann, angenommen, ich studiere jetzt, hat ja schon gesagt, ich studiere jetzt Medizin. Ich hätte jetzt aber auch beispielsweise gerne Dinge studiert, wie Kunstgeschichte oder Philosophie. Und vielleicht, es geht vielleicht vielen Leuten ähnlich. Und die studieren aber was, damit sie Geld verdienen. Und das ist halt was mit der Wirtschaft häufig sehr verflochten ist und was dann auch natürlich Geld einbringt. Und angenommen, und viele denken jetzt so, oder ich gehe mal jetzt von mir aus, ich studiere jetzt Kunstgeschichte und ich werde jetzt keine Ärztin. Und das machen viele. Was dann? Weil viele nur noch ihrem Traum nachgehen. Dann werden wir vielleicht nur noch die Ärzte haben, die sich zu dem Arbeiten wirklich berufen fühlen und die es nicht aus Geldgründen machen. Bei so einem Arzt würde ich mich wohler fühlen. Also es gibt ja auch Leute, die kreativ von der einen Seite reingehen, also man studiert ja aus verschiedenen Gründen Medizin. Und ich fände es das Wichtigste, dass die Medizinstudium nicht aus Geldgründen gemacht wird, also nicht um sozusagen die Perspektive zu haben, Geld zu verdienen, sondern tatsächlich, es sollte ein Interesse da sein. Und von mir aus dann, also ich weiß nicht, wie stark in Würzburg Numerus Clausus aktiv ist, dann doch lieber diejenigen, die es vielleicht mit den Noten nicht geschafft haben, aber die ein Interesse haben, es zu machen, als die, die Numerus Clausus haben, weil sie Geld verdienen wollen. Also ich denke, wir kriegen die Lehrstühle ausreichend voll. Wie sieht es mit Besitz aus? Besitz. Häuser. Ja. Also. Da ändert das erstmal nichts. Weil es geht ja nur. Es ist ja zusätzlich, so wie ich es verstanden habe. Es ist kein eigenes. Es wäre kein eigenes Währungssystem. Es wäre zwar ein eigenes System, aber dieses System ist zusätzlich zum Euro jetzt. Genau. Okay. Das wäre diese tausende Millionen von Chefin Microsoft, die werden dann verschwunden, weil keiner das gebraucht hat und er hat das auch nicht gebraucht. Genau. Die hätten sich dann ganz normal aufgelöst, die hätten nicht irgendwo hinwandern müssen, um irgendetwas anzustellen. Eine Frage ist abseits der motivationalen Konsequenzen. Wie unterscheidet sich das Ganze von einem inflationären Prozess? Wenn Sie einfach ständig neuen Geld wirtschaften. Also das eine ist, dadurch, dass ich diese prozentuale Geldvernichtung habe, gibt es keine Inflation in dem Sinne, weil es gibt eine Deckelung.
Das heißt, die Kurve flacht irgendwann ab und die Geldmenge bleibt ziemlich konstant. Also es ist so, wenn jemand, Sie als Ingenieurin vielleicht, Sie kennen die Ladekurve von einem Kondensator, der geht steil nach oben und dann wird er immer flacher am Ende, bis er dann sozusagen geladen ist. Das ist so ein bisschen die technische Seite. Und so funktioniert das auch, weil ich einen absoluten Betrag habe, der geschöpft wird jeden Monat und gleichzeitig eine prozentuale Vernichtung. Und irgendwann ist die prozentuale Vernichtung, selbst wenn es nur 1% im Monat ist, so hoch wie die Geldschöpfung. Deswegen wird es irgendwann konstant. Und der Unterschied zur Inflation ist letztlich keine Vernichtung. Inflation ist eine Umverteilung von Werten. Das heißt, diejenigen, die frisches Geld bekommen und zu Waren einkaufen, die noch nicht sozusagen im Preis gestiegen sind, die haben den Gewinn aus der Inflation. Und diejenigen, die regelmäßig arbeiten und letztlich nicht diese Waren kaufen können und die höheren Preise bezahlen, die haben den Inflationsverlust. Das heißt, die normalen angestellten Arbeiter haben den höchsten Inflationsverlust, während diejenigen, die die Kredite sozusagen frisch geschöpftes Geld bekommen, die kriegen den Inflationsgewinn. Also Inflation ist eher eine Vermögensumverteilung von frischem Geld zu Arbeitenden, also von Arbeitenden zu Frischgeldinhabern, als wirklich eine Geldvernichtung. Fragen? Wenn man dieses System weiterspinnt, ja. Und tatsächlich dieser chinesischen Lehrerin, die dann aufhört zu arbeiten, sagt danke, da kommt es auch langfristig zu einer Unterversorgung in allen möglichen Bereichen. Irgendwann hast du zu wenig Ärzte, weil sich wirklich zu wenige berufen fühlen, das zu machen. Irgendwann hast du zu wenig Klamotten, weil die ganzen chinesischen Arbeiterinnen oder die indischen Näherinnen sagen, ja, ich habe doch das Geld, was muss ich noch arbeiten gehen, was muss ich in diesen Sweatshops arbeiten? Du fischst damit so ein bisschen die Basis unseres weltweiten Wirtschaftssystems an. Und also, du brauchst erstmal den Kollaps, bis das wirklich funktioniert. Also da der Übergang ja nicht schlagartig erfolgt, sondern ein Wandel stattfindet, muss ich keinen Kollaps dabei passieren lassen. Und das größte Problem ist mit den indischen, sind ja inzwischen Bangladesch, aber mit den Näheren ist, sie werden deswegen nicht durch Maschinen ersetzt, weil sie zu billig sind. Das heißt, wenn die Kosten hoch genug steigen, dann lohnt es sich endlich Maschinen für das ganze Zeug einzusetzen. Und die Maschinen sind da, aber sie sind halt im Verhältnis zu teuer, weil sie dort zu billig arbeiten. Und da ist aus meiner Sicht sozusagen ein sekundärer Effekt, der dort langfristig dann auftritt, ist, unser Gewinn von meinetwegen Europa oder USA darauf, dass es ein Lohngefälle weltweit gibt, das ist doch nichts, worauf wir wirklich unser Vermögen ausbauen. Also zumindest aus ethischer Sicht, von mir persönlich sage ich, ich will nicht, dass mein Lebensstandard darauf basiert, dass ich andere Menschen ausbeuten kann. Und das wäre sozusagen ein Effekt, der sozusagen nebenbei langsam abgebaut wird. Weil darauf, also im Endeffekt, wir würden eine Weltwirtschaft bekommen, die notwendigerweise mehr auf Fairness basiert. Danke. Würdest du sagen, alle Jobs, die man nicht aus Berufung macht, so könnten durch Maschinen ersetzt werden? Müllabfuhren oder irgendwas, was jetzt einfach was man nicht sagt, da fühle ich mich jetzt so 20 Jahre lang zu berufen? Also da ich zum Glück weiß, dass das System nicht in 10 oder 20 Jahren die Welt verändert haben wird, bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass diese ganzen scheinbaren problematischen Arbeiten ersetzt werden können. Wobei ich bei der Müllabfuhr sogar noch einen Schritt weiter gehen würde. Wenn wir eine Industrie haben, die 100% Kreislaufwirtschaft betreibt, haben wir keinen Abfall mehr. Das heißt, das Problem erledigt sich sozusagen theoretisch nochmal auf einer ganz anderen Seite. Aber das sind sozusagen, also ihr seht, hier kann man an ganz vielen Themen andocken, was heißt es tatsächlich, wenn wir in einer Wirtschaft leben, die nicht nach den Gesetzmäßigkeiten des heutigen Geldes funktioniert. Der Anfangsgedanke war ja eigentlich, dass die Wertspeicherfunktion eine untergeordnete Rolle einnehmen soll. Aber wenn ich jetzt nur mein Leben, meine Lebensspanne sehe, hat es ja trotzdem eine Wertspeicherfunktion für mich. Also wenn ich es nicht ausgebe, dann sammelt es sich ja an. Natürlich kann ich es jetzt nicht mehr vererben oder sowas, aber... Dadurch, dass ich noch nicht mal Inflation habe, wäre ich ja gar nicht mehr dazu angehalten, das direkt auszugeben. Was auch nicht schön wäre. Okay. Weil im Endeffekt, da ja jeder sein Geld zur Verfügung gestellt bekommt, bin ich ja nicht darauf angewiesen, dass du dein Geld ausgibst. Und was du nicht ausgibst, löst sich wieder auf. Und jeder Konsum, der gespart wird, ist eine Ressource weniger, die verbraucht wird. Dort nimmt man nichts. Ich hatte schon eine Frage, so dafür, dass es dann irgendwie angenommen werden soll, also halt Politik oder wie auch immer, muss es nicht dafür irgendeine Art von Gegenwert geben? Also dass sozusagen, also ich meine, theoretisch ist natürlich eine sehr nette Idee, aber irgendwie muss es ja so sein, dass es geht, dass das Geld sozusagen einen Wert bekommt, weil sonst... Genau, also also für mich, das Geld bekommt den Wert durch euer Vertrauen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Bitcoin? Ja, ich wollte gerade fragen. Genau, also Bitcoin ist ja letztlich etwas, was sozusagen von Menschen angefangen wurde und was inzwischen Wert hat. Zumindest kann man damit an bestimmten Stellen einkaufen. Und das heißt,
wenn ihr der Währung den Wert gibt, ist das ausreichend. Das heißt, deswegen, der Vorteil ist auch bei meinem Vorschlag zu sagen, aufgrund der Freiwilligkeit, wir bauen das selber und machen das dann mit unter uns aus. Ich brauche nicht die Politik, ich brauche nur die Einzelhändler, einen Unternehmer, die ein bisschen was produzieren und sagen, wir machen damit. Und sowas gibt es auch schon bei vielen Regionalwährungen. Das andere Beispiel wäre zum Beispiel Chiemgauer. Wer von euch kennt Chiemgauer? Das ist auch eine Regionalwährung, Komplementärwährung, die unten im Chiemgauer Bereich genutzt wird und die dort dann aber als lokale Währung, Kriterien sozusagen gedacht, weltweit für alle, so dass wir nicht dass wir letztlich auch von der Globalisierung weiterhin profitieren, aber die, ich sag mal, negativen Effekte der Globalisierung deutlich abmildern können. Da hinten war noch? Ja? Diese Deckelung von wie viel Geld man im Umlauf auf einmal hat. Ja. Widerspricht die dann nicht dann tatsächlich der menschlichen Gier und lässt sie im Prinzip so ein bisschen aus der Rechnung raus. Dass man angenommen hat, irgendeiner hat jetzt genug verdient und schließt jetzt sein Geld wieder in die Bank, verwendet es wieder als Wertspeicher, was eigentlich inhärent ist im Geld selber, im System. Früher bestand das aus Gold, da war das noch etwas plausibler. Und mittlerweile ist es halt ein Stück Papier, was du jetzt im Tresor steckst. Also der Vorteil ist ja, dadurch, dass Kriterien ja rein elektronisch ist, kann er es nicht einsperren. Das heißt, es löst sich selbst, wenn er es versuchen würde, in einen Tresor zu packen, würde es sich auflösen. Also er kann es nicht dauerhaft speichern. Er kann eine gewisse Menge ansammeln, wenn er halt eine größere Investition macht und so weiter, aber es löst sich sozusagen zwangsweise auf. Also dieses Prinzip und das Prinzip der Gier hat da erstmal nichts grundsätzlich dagegen, solange es nicht anderen Menschen schadet, kann es ja durchaus ein Anreiz sein, dass jemand Interesse hat. Ich will zwar immer noch Geld verdienen, also mein primäres Anliegen ist dann Geld verdienen und dann hat er vielleicht irgendeine sinnvolle Idee, die den Menschen nutzt, also habe ich auch nichts dagegen. Aber die Menschen haben zumindest die Möglichkeit nachzusteuern, weil sie es dann entscheiden können zu kaufen und nicht für ihn vorher arbeiten müssen. Aber das heißt, im Prinzip würden Firmen nicht mehr funktionieren. Dein Geld ist personenbezogen, menschenbezogen. Mhm. Und im Augenblick können ja auch Firmen Kapital haben. Das wäre dann in dem Fall nicht mehr möglich, sondern es wäre dann an den Geschäftsführer gebunden, an den Mitarbeiter im Unternehmen oder wie auch immer. Nein, also das, was an die Person gebunden ist, ist die Geldschöpfung. Also Unternehmen können nicht mehr zur Bank gehen und einen Kredit bekommen mit frischem Geld, das geht nicht mehr. Aber sie können entweder über Crowdfunding Geld finanzieren oder sie können einfach Geld umsetzen. Also Cashflow und so weiter können die beliebig haben. Die dürfen auch einen Kunden haben, wo sie das umsetzen. Nur haben sie halt nur den Verlust. Das heißt, wenn sich da so wie Microsoft ein paar Jahre liegen lässt, dann haben sie halt ziemliche Millionenverluste mit solchen Summen. Aber also für die Unternehmen ändert sich formal erstmal nichts, außer die Quelle, wo sie frische Kapital hinten herbekommen. Ja, aber du willst das Geld ja vernichten, sobald die Person, an die das Geld gebunden war, sozusagen, stirbt. Nee, deswegen, da ich es ja nicht weiß, wo es zu dem Zeitpunkt ist und es ziemlich unfair wäre, jetzt zu sagen, okay, du hast ihm zuletzt das Auto verkauft, jetzt ist mal die 30.000 sind so jetzt flöten. Deswegen ist ja die prozentuale Vernichtung, die sozusagen über alles gleichmäßig läuft. Das heißt, egal wie weit das Geld gekommen ist, es wird da vernichtet, wo es ist, aber immer nur anteilig. Also es ist schon ein fließenderer Prozess. Es ist die Vernichtung ist nicht so hart wie die Schöpfung. Gibt es in Ihrem System dann Banken und wenn ja, was machen Sie? Also grundsätzlich, ich verbiete nichts. Also deswegen kann es sowas wie Banken geben. Ich denke eher, Banken würden dann sowas sein wie Kickstarter. Also das ist ja sozusagen das Geschäftsmodell, was sie anbieten müssten. Weil sie ja selber, oder tatsächlich echtes Sparen, weil das, natürlich, sie könnten Kapital einsammeln und es anderen zur Verfügung stellen, vorausgesetzt die Sparer sind bereit, Risiken einzugehen. Also grundsätzlich können Banken was machen. Ob es für Sie noch lohnend ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich finde das auch sehr interessant und ich fand es auch sehr spannend zuzuhören. Mich würde nur noch eine Sache interessieren und zwar geht es nochmal um den Arbeitsmarkt. Wie garantieren Sie da die Vielfältigkeit? Weil es gibt ja immer so Fashion- und Modebewegungen und ich sollte jetzt einfach mal drei Beispielberufe, meinetwegen Koch, Ingenieur und Anwalt. Und nun ist es so, dass viele Menschen sich dann aus irgendeinem Grund für eben diese Berufe besonders interessieren würden. Und es würde dann sozusagen einen Überlauf an diesen Berufen geben. Würde das dann nicht dazu führen, dass diese Menschen dann auch alle diesen Beruf ausüben und es dann halt so ist, ja okay, wenn da jetzt so viele Köche sind, habe ich dann überhaupt noch einen Sinn oder wo ist dann mein Platz in diesem Arbeitsmarkt? Die Frage ist, warum sollten die Menschen notwendigerweise ihre Arbeit verkaufen? Nein, eigentlich, wie garantiere ich die
Vielfältigkeit des Arbeitsmarktes wieder. Das heißt, dass ich genug Anbieter habe, die mir bereit sind, für eine Leistung, die ich erbringe, etwas zu bezahlen. Und was meine Leistung so besonders macht, ja. Also das eine ist, wo die Vielfalt steigt, ist, ich habe statt, sage ich mal, 10 Millionen Kunden, die genug Geld haben, um Waren, um Jobs nachzufragen oder anzubieten, habe ich 80 Millionen Menschen, die Geld haben, um Leistung zu bezahlen. Das heißt, ich kann plötzlich in einem, sag ich mal, heute Hartz IV oder Rentner und so weiter, ich kann dem Abendstunden vorlesen und er hat sogar Geld, um mich damit zu bezahlen. Also das ist so die eine Sache, es gibt mehr Leute, die Geld haben, um mich zu bezahlen. Und das andere wäre die Frage, wenn es aber zum Glück ja weniger Menschen gibt, die Leistung anbieten, weil sie es ja gar nicht müssen. Das heißt, wie viele von diesen Anwälten, Köchen und was war das andere? Ingenieure. Wie viele machen es eben aus Leidenschaft oder aus dem Grund des Geldverdienens? Und wenn das Geldverdienen wechselt, wird, glaube ich, das Angebot auch wieder knapp genug, dass die, die was anzubieten haben, auch nachgefragt werden. Also ich denke, das tariert sich selber. Und wie gesagt, wir haben nicht einen Stichtag, wo das plötzlich zack, kackt und morgen ist die Welt anders, sondern es ist, wenn ich zu meiner Lebzeit davon einen ernsthaften Effekt merke, dann bin ich schon sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.